Ja, herzlich willkommen zu dem kleinen Video. Und zwar habe ich mal wieder ein paar Sachen bekommen und wollte euch das gerne mal zeigen, was ich hier bestellt habe. Beziehungsweise nicht unbedingt bestellt. Da sind auch Sachen von eBay Kleinanzeigen und eBay dabei. Und da schauen wir doch direkt mal hier in das erste Paket rein. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal von Rocco einen ganz normalen kleinen Güterwagen, aber nichts weiter Spezielles. Der war halt einfach günstig noch dabei und deswegen habe ich gesagt, komm, dann nehme ich den auch noch. Weswegen ich das eigentlich quasi bestellt habe bei dem Verkäufer ist deswegen. Man sieht hier von außen nicht, was es ist. Man sieht es hier an der Seite, wenn man die Nummer kennt, und hier hinten steht es auch. Es ist eine einfache Kreuzungsweiche, weil ich für mein nächstes Segment ja etwas mehr Gleis darstellen möchte. Und da brauche ich auch eine Kreuzungsweiche, aber eine einfache reicht tatsächlich. Das ist so das standardmäßige Tillich Elite Zubehör bei so einer Weiche auch dabei. Und dann hier die entsprechende Kreuzungsweiche. Ja, schaut sie euch mal an. Also die einfache Kreuzungsweiche im Gegensatz zur doppelten Kreuzungsweiche, das wird jeder wissen, kann entsprechend nur hier in diese eine Richtung abbiegen, abgesehen von der Kreuzung. Die doppelte Kreuzungsweiche könnte das entsprechend auch hier drüben. Aber in meinem Gleisplan macht es keinen Sinn, dass es beides kann, und deswegen habe ich gedacht, nehme ich doch eine einfache. Ja, optimal. Machen wir weiter mit dem nächsten Paket. Ja, hier ist nichts weiter drin. Dann geht es weiter. Ja, schwierig. Ich hole mal alles raus. Und zeige euch jetzt einzeln, was es jeweils ist. Und zwar machen wir direkt weiter mit den Weichen. Auch Tillich Elite. Die normale EW2 nach rechts. Und dann zweimal die EW2 nach links. Die werden mit der einfachen Kreuzungsweiche zusammen dann in eine Richtung. Und dann gibt es quasi so ein Quergleis, was die anderen Gleise einfach quasi, ja, quer durchfährt. Oder wie man dazu sagt. Was sonst noch dabei ist, was ich mir bestellt habe, sind ganz feine Bohrer. 0,3 mm Durchmesser, der kleinste Bohrer. Die werde ich einfach an mein Multitool anschließen. Und damit kann ich dann wirklich ganz kleine Löcher bohren. Wenn man jetzt für zum Beispiel, ja, was ist ein gutes Beispiel? Mir fällt zum Beispiel einen Weinberg ein, möchte ich irgendwann mal machen. Und wenn ich da kleine Löcher bohren muss, um den Garn durchzumachen, dann ist natürlich so ein kleiner Bohrer sinnvoll. Und bisher hatte ich keinen. Deswegen habe ich mir nur ein kleines Sortiment hier mal besorgt. Und was ich noch dabei habe, ist so ein 20er-Set, ist es, glaube ich. Ja, 20er-Set mit kupferplatinierten Platten. Wie nennt sich das genau? Kupferplattiert. Und zwar sind das so kleine Plättchen, teilweise auf einer Seite mit Kupfer, teilweise auf beiden. Es sind verschiedene drin. Man sieht es auch, die waren relativ günstig, sind hier ein bisschen zerkratzt. Das ist aber für meinen Zweck egal. Und deswegen habe ich auch diese günstigen genommen, weil ich eine Kreuzung selber bauen möchte. Und da werde ich mir die quasi in 3 mm breite Streifen sägen und dann die Schwellen damit darstellen. Und dann am Ende die Gleisprofile einfach auf dieses Kupfer auflöten. Aber dazu wird es dann irgendwann auch nochmal ein extra Video geben. Ich habe mir jetzt erstmal nur diese Kupferplättchen besorgt. Die sind übrigens 1,6 mm stark, also ein bisschen dünner als so eine Schwelle hoch ist, aber ich denke, den kleinen Unterschied wird man nicht merken. Das kann man leicht ausgleichen, indem man diese Kreuzung dann einfach etwas höher legt. Ja, das dazu. Und dann kommen wir zum letzten Paket. Noch mehr Weichen.
Und zwar haben wir hier lediglich zwei Weiden. Und zwar beides mal Innenbogenweiche nach rechts. Und das ist auch der engste Radius, den man für eine Innenbogenweiche bei Tillich bekommt. Ja, da bin ich gespannt, wie sich das einpasst, ob mir das so taugt. Und ich habe die vor, dann so nebeneinander zu verbauen. Und quasi diese beiden Parallelgleise, die dann nach rechts abbiegen, das sind die Parallelgleise, die dann meine Schlaufe quasi machen auf der Anlage. Und dieses eine Gleis soll dann quasi hinten in den Rangierbereich mit reingehen. Und da kommt es dann auch das Stück, was ich selber bauen möchte, die Kreuzung. Weil die beiden Gleise gehen quasi in die Kurve über, behalten den gleichen Radius bei. Und dieses Stück soll geradeaus weitergehen. Sprich, hier wird die Kurve durch die Gerade gehen. Und so eine Weiche bzw. Kreuzung gibt es nicht. Deswegen baue ich sie mir selbst. Ja, aber ich zeige euch das gleich nochmal. Ich lege die Weichen alle mal hin, wie sie geplant sind. Und dann kann ich auch mehr darauf eingehen, wie diese Kreuzung tatsächlich irgendwann mal selbst gebaut werden soll. So, um euch das fertige Bild mal zu zeigen, habe ich die Weichen mal entsprechend hingelegt, wie ich mir das gedacht habe. Ja, wir fangen quasi hier ganz hinten an mit der Weiche nach links. Das ist meine Parallelgleisstrecke, quasi die Paradestrecke, die vom bisher gebauten Segment dann später kommen wird. Da hinten wird ein Bahnsteig sein und hier zwischen wird ein Bahnsteig sein. Das hier wird entsprechend die beginnende Nebenstrecke, die dann hier hinten weitergeht und irgendwann über eine Brücke, über den Fluss, also über die Elbe. Hier habe ich jetzt die einfache Kreuzungsweiche eingebaut, weil es nicht nötig ist, dass diese Strecke auf diese Strecke führt, weil es ist sowieso, dort ist der Verkehr in die Richtung, hier ist der Verkehr in die Richtung. Sprich, wenn Zug von hier rauf fährt, dann kann er dorthin fahren. Wenn er von da lang fährt, kann er auch hier auf die Rangiergleise fahren. Deswegen nicht notwendig, dass ein Zug von hier nach dort fährt. Ja, soweit dazu. Hier habe ich auch überlegt, am Anfang eine Kreuzungsweiche einzubauen und dann hier einfach das Gleis enden zu lassen. Aber überflüssig, habe ich mir gedacht. Baue ich jetzt einfach eine einfache Weiche ein und mache hier dann vielleicht so einen angeschrägten Bahnsteig, der ein bisschen spitz zuläuft und dann hier einfach endet. Ansonsten, diese beiden Gleise werden dann hier auch in der Kurve, in die Kurve mit reingehen und dann hier hinten werden dann vier Gleise, quasi dieses Gleis, dieses und dieses. Die werden dann alle in den Rangierbahnhof gehen, wobei das unterste nochmal abzweigen wird, hier unten nach links, weil das ja die Nebenstrecke ist. Und dann kommen wir quasi zur Weiterführung der Hauptstrecke, also die beiden Parallelgleise. Das sind dann quasi die beiden Gleise und hier jeweils nach rechts abgebogen. Und dann kommt hier hinten auch das Stück, was ich selber bauen möchte, weil ich hier diesen Radius beibehalten will, damit ich quasi hier meine Kehre machen kann. Bleibe ich quasi hier in der Kurve und dieses Gleis soll einfach geradeaus weitergehen. Und dann baue ich hier hinten quasi eine Kreuzung, bestehend aus einer Kurve mit einem gewissen Radius, der gleiche Radius wie hier, und hier einmal eine Gerade, die die kreuzt. Genau, so der Plan. Aber ja, erstmal werde ich jetzt das Segment bauen und dann die ganzen Gleise mal verbinden, entsprechend auf die Länge bringen und so weiter und so fort. Ja, und an dieser Stelle habe ich das Bild nochmal hinzugefügt, was ich in einem der letzten Videos schon mal gezeigt hatte, mein nächstes Segment, wo jetzt quasi diese ganzen Weichen draufkommen, weil ich eure Hilfe brauche. Und zwar suche ich jemanden, der sich gut mit Signalen auskennt und weiß, wo man hier die wichtigsten Signale denn hinstellen würde in der Realität. Und da ich das ja realitätsgetreu haben möchte, möchte ich natürlich auch ein paar Signale einbauen. Vielleicht nicht unbedingt jedes einzelne Signal, aber so die wichtigsten habe ich mir gedacht. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn sich da vielleicht jemand findet, der mir da weiterhelfen kann. Ich stelle dieses Bild auch einfach zum Download zur Verfügung, dann könnt ihr das entsprechend einfach einzeichnen und mich beim Bau etwas unterstützen. Ich habe auch schon hier quasi eingezeichnet, wie die Fahrtrichtung des Hauptgleises ist, falls es noch nicht bekannt ist. Das ist halt zu beachten.
Und falls sich jemand findet, einfach in die Kommentare schreiben oder mir auch auf Instagram folgen. Da kann man ja auch eine Privatnachricht schicken und so direkt Kontakt aufnehmen. Von daher, ich freue mich, wenn sich jemand findet, der sich mit Signalen gut auskennt. Und ansonsten war es das mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, dann bewertet es gerne positiv, kommentiert. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch gerne den Kanal. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.